Hallo Kackbratzen. Final Fantasy XIII war eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Es schlug auf der PS3 wie eine Bombe ein und war definitiv ein audiovisuelles Meisterwerk, was man leider über das Spiel selbst vielleicht nicht unbedingt sagen kann. Erstens war es im Prinzip nur eine Aneinanderreihung von Schlauchlevel und zweitens war die Handlung furchtbar schlecht erklärt. Dann brachte Square den zweiten Teil auf den Markt und versprach, alle Fehler des ersten Teils auszubügeln. Aber stattdessen machte man alles nur noch schlimmer und während die Handlung des ersten Teils noch in etwa so schön zu folgen war wie eine dieser schlecht aus dem Chinesischen übersetzten Anleitungen, war die Story des zweiten Teils mit all ihren Zeitreisen und Paradoxien ein kompletter Fiebertraum. Grundsätzlich waren die beiden Spiele nicht schlecht, aber so wirklich pralle war keiner der beiden Titel und so erhoffte man sich als Fan der Serie, dass der dritte Teil endlich einen grandiosen Abschluss bildet, damit man auch diese verwirrende Story auf die Kette bekommt. When I awoke from my dreamless sleep, I was just in time to witness the end of the world. 4 Jahre nach dem ersten Teil war es dann soweit und die DVD von Final Fantasy XIII Lightning Returns wartet nur darauf, mit einem sanften, aber bestimmten Druck ins Laufwerk der PS3 eingeführt zu werden, damit sich nach all der langen Wartezeit mit einem viel zu langen Vorspiel die Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen endlich mit einem fulminanten Höhepunkt endet. Ja. Die Frage ist aber, ob nun Lightning Returns wirklich so einschlägt wie ein mächtiger Blitz oder nur verpufft wie ein kleiner Funke, der nicht mal annähernd den Raum erhellen kann. You know what I am. And you know what I want. Na, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Was noch? Ein bisschen von einem Eisbecher. Blicken wir aber ganz schnell und in sehr vereinfachter Form auf die Vorgeschichte zurück. Im ersten Teil folgen wir den Pfaden von Lightning, einer Ex-Soldatin des Kokoon Guardian Corps, die auf 5 weitere Außenseiter trifft, die das Schicksal zusammengeführt hat. Gebrandmarkt und versklavt von einem gottähnlichen Wesen namens Falsi, versuchen sie nicht nur ihr eigenes Schicksal zu verändern, sondern müssen auch eine uralte Verschwörung stoppen, die menschliche Utopie Kokoon von innen heraus zerstören möchte. Gerade als man dachte, dass alles zu einem guten Ende kommen wird, stirbt die gute Lightning. Oder auch nicht. Denn wie sich herausstellte, wurde sie von der Göttin Etro nach Valhalla entführt, um hier einen nie endenden Krieg gegen eine bösartige Macht namens Chaos zu führen. Indes trauert ihre Schwester Sera noch über den Tod ihrer Schwester, als plötzlich ein Typ namens Noel auftaucht und die ganze Geschichte in ein absurdes Zeitreisemärchen verwandelt. Noel wurde von Lightning beauftragt, zusammen mit Sera die Verzerrungen der Zeit zu beheben, die durch einen Ausbruch durch Chaos entstanden sind. Sera konnte letztendlich nicht verhindern, dass das Chaos in die Welt strömte und alles verschlang. The centuries have changed us. Snow and me. Once we fought desperately together against our fates. Now he's patron of a never-ending revel. In dieser endlosen Dunkelheit wird Lightning von der Stimme eines weiteren Gottes geweckt und angewiesen, die Seelen der Menschheit und natürlich ihre Schwester zu retten, bevor die verbleibende Welt ihrem unmittelbar bevorstehenden unvermeidlichen Untergang entgegengeht. Und dies ist nun der Ausgangspunkt für Lightning Returns. Hello, Lightning. Welcome home. Mir ist natürlich klar, dass ein relativ kurzer Überblick nicht die komplette Erzählung der Final Fantasy Saga wiedergeben kann, aber insgesamt driftet die Erzählung immer weiter in einen unendlich tiefen Kaninchenbau ab und wird von Mal zu Mal undurchsichtiger und unzugänglicher. Die Serie ist durchzogen von ungezügelter Verwendung von Neologismen und unglaubwürdigem Schreibstil, und an diesem Punkt müssen alle, die vielleicht nicht so tief in der Materie stecken wie die eingefleischten Fans, einfach beide Augen festzudrücken und sich dem Spiel hingeben. Are you alright? I'm fine, just reminiscing. Anderenfalls wird man schon nach 25 Minuten das Spiel beenden und nicht nach etwa 25 Stunden. Wer mehr von der Geschichte verstehen möchte, findet im Internet oder auch in Form von japanischer Literatur einen unendlichen Fundus an Quellen, die Lore bis zum letzten Pixel in aller Ausführlichkeit erklären. Ich empfehle euch allerdings, das Wasser in eurer Kaffeemaschine mit dem stärksten Energy Drink eurer Wahl zu ersetzen, denn erst wenn man Farben hören kann, wird man auch die Geschichte von Final Fantasy XIII verstehen. Bocalina! Hi! I sense you want to talk about something. Ask away! Is it about this message board? Not just an ordinary message board. It's called the Canvas of Prayers, and it's... Grundsätzlich ist der Plot von Lightning Returns nicht unbedingt schwer zu folgen. Er ist, wenn überhaupt, teilweise maximal unlogisch und ein wenig lächerlich, bringt aber die Handlungspunkte zu einem sinnvollen Ausgang und bietet endgültigen Abschluss der Trilogie, mit einem Ende, das das Lager der Fans definitiv spalten wird. Lightning Returns ist in Bezug auf die Spielstruktur eine nahezu Umkehrung von Final Fantasy XIII. Endlose Korridore und langwierige Tutorials wurden durch riesige Gebiete und ein offenes Fortschreiten ersetzt. Die Welt von Nova Chrysalia ist in 4 Hauptgebiete unterteilt, komplett mit Städten und Geschäften. Welcome back, Light. Now step forward and offer your Aradia so we can give time back to the world.
Der Großteil der Geschichte des Spiels wird über 5 Hauptquests erzählt, die in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden können, obwohl ihr steigender Schwierigkeitsgrad ein lineares Fortschreiten zur eindeutig besseren Option macht. Der verbleibende Inhalt besteht ausschließlich aus Nebenquests. Und so sehr euch die Quests vielleicht langweilen werden, sind sie leider absolut notwendig, um Lightning fortlaufend mit Statusverbesserungen versorgen zu können. Die Nebenquests teilen sich dabei in 2 Kategorien auf. Zum einen haben wir Quests, die in eine wirklich wunderbare und sogar gehaltvolle Geschichte eingebunden sind, und auf der anderen Seite haben wir die typisch langweiligen Fetch-Quests, die von Natur aus nur dazu geschaffen wurden, um sinnlos die Zeit totzuschlagen. It's nothing exciting or anything like that. It's just that the whole city seems so gloomy, don't you think? Wer darauf keinen Bock hat, was ich sehr gut verstehen kann, wird aber auch absolut nichts verpassen, da die Geschichte sich komplett in den Hauptquests entfalten wird. Es hat dann auch den Vorteil, dass man das Drama weitaus schneller beenden kann. Auf der anderen Seite sind diese Quests aber auch wirklich die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte zu sammeln, und dann wird man wohl oder übel doch in den sehr sauren Apfel beißen werden. Es bleibt einem auch wirklich nichts erspart. Das Kernelement von Final Fantasy XIII Lightning Returns ist aber eindeutig das Kampfsystem. Das Echtzeit-ATB-System von Final Fantasy XIII und Final Fantasy XIII II hat sich endlich in seine finale Form entwickelt und präsentiert sich nun als actiongeladenes Kampfparadigma auf Crack. Zudem erfordert es vom Spieler eine enorme Portion an Aufmerksamkeit und schnelle Reflexe, damit die gute Lightning wie ein geölter Blitz nicht nur ausweichen und blocken, sondern natürlich auch kraftvoll zuschlagen kann. Lightning kann jederzeit sofort zwischen 3 verschiedenen und in Bezug auf Ausrüstung und Fähigkeiten vollständig anpassbaren Schemata wechseln. Das Ausbalancieren der Abklingzeiten ihrer verschiedenen Fähigkeiten ist dabei der Schlüssel zum Sieg. Präzises Blocken wird mit extremer Schadensminderung belohnt, sodass selbst die härtesten Begegnungen mit reinem Skill überwunden werden können, sofern der Spieler nicht sein Leben lang nur Kleber geschnüffelt hat. Es ist ein strategisches System, das unmittelbares taktiles Feedback liefert, wodurch der Kampf süchtig macht und durchgehend Spaß bietet. Lightning Returns kann manchmal auch unerwartet schwierig sein. Erschwerend hinzu kommt, dass im Gegensatz zu seinen Vorgängern eine Niederlage mit härteren Strafen geahndet wird. Deswegen ist es im dritten Teil unendlich wichtig, dass man auch gut vorbereitet in den Kampf geht. Da Lightning Returns nun der letzte Teil der schmerzlichen Reihe ist, wollte man nicht nur dem Kampfsystem ein Update spendieren, sondern natürlich auch der Grafik, um für ein bombastisches Ende zu sorgen. Und somit hat man nun verzweifelt versucht, auch das letzte Gramm Pixel aus der angestaubten Engine herauszuquetschen. Rein oberflächlich ist der dritte Teil allerdings aus visueller Sicht das am wenigsten beeindruckende Spiel der Trilogie. Die Hauptfiguren sehen immer noch gut aus, aber die Nebenfiguren sind ausgesprochen hässlich und haben einfache und sich wiederholende Animationen. Die Umgebungen sind deutlich weniger inspiriert als in den vorherigen Spielen und weisen oft flache Texturen und grobe Modelle auf. Manche Gebiete und besonders die Flure in Nova Chrysalia sehen sogar fast absolut identisch aus. Die Bildrate ist ebenfalls instabil, insbesondere in großen Gebieten wie den Wildlands oder wenn mehrere Effekte gleichzeitig auftreten. Aber zumindest laufen die Kämpfe einigermaßen flüssig ab. Wo man aber absolut nicht mit Grafik gespart hat, sind die wunderbaren Zwischensequenzen. Vor allem das Intro ist atemberaubend schön. Es ist eben halt nur schade, dass der Rest des Spiels einfach nicht die gewünschte Qualität hat und man merkt, dass man auf Biegen und Brechen die Trilogie einfach nur abschließen wollte. Zumindest hat man dem Spiel abermals einen unfassbar guten Soundtrack verpasst. Lightning Returns ist so vollgestopft mit Musik, dass es eine wahre Pracht ist. Aber leider kann eben der Soundtrack das schwammige Ding auch nicht mehr retten. Das Problem ist auch, dass Lightning ohnehin schon immer so spritzig war wie eine Leberkässemmel ohne Senf. Miau, miau, Choco Chow. Aber ausgerechnet in ihrem eigenen Spiel und Abschluss der Serie ist sie geradezu unsympathisch. Ihr Kreuzzug hat vermutlich dazu geführt, dass sie den Kontakt zur Menschheit komplett verloren hat, was sich in ihren Interaktionen mit anderen Charakteren sowohl auf narrativer als auch auf technischer Ebene zeigt. Die Geschichte ist teilweise von uninteressantem und unerträglichem Pathos durchtränkt, sodass man ab einer gewissen Zeit einfach alle Synapsen auf Durchzug schaltet. They're resting peacefully, knowing their deaths weren't in vain. Lightnings Reise um die Welt versucht auch jede einzelne ihrer früheren Beziehungen abzuschließen, aber sie schafft es nicht, dies auf interessante oder lohnende Weise zu tun. Es ist auch fast immer das gleiche Muster. Entweder ist ein alter Freund euer neuer bester Feind geworden, oder man erfüllt zusammen irgendwelche sinnlose Fetch-Quests. Und es scheint gerade so, als ob man bei Square vergessen hat, warum manche Spieler Charaktere wie Snow oder Seth in ihr Herz geschlossen haben. Die Bedeutungslosigkeit oder Wurstigkeit seitens Square kann man dann auch daran erkennen, wie schlecht die Dialoge inszeniert wurden. Auf der anderen Seite sind diese Dialoge wohl die besten Beispiele dafür, wenn es darum geht zu zeigen, wie viel Charme doch ein Stück Holz, Leberkäse oder eben ein Stein haben kann.
Lightning Returns ist ein Spiel, das sich so sehr bemüht, sich neu zu erfinden, aber am Ende doch einen komplett seltsamen Abschluss einer Trilogie bildet, die stark angefangen, aber immer stärker nachgelassen hat. Das frische Kampfsystem ist ein großer Erfolg und die einigermaßen gut gestaltete Welt ist im Prinzip Grund genug, um Lightnings Reise bis zum Ende durchzuspielen. Also rein theoretisch, denn für jeden Schritt, den das Spiel in seinem Bemühen um Innovation nach vorne macht, macht es zwei Schritte zurück, indem es auf einer anderen Ebene komplett scheitert. Die Geschichte ist ziellos und von den beiden Vorgängern um Lichtjahre entfernt, sodass man sich manchmal echt fragen kann, wie eigentlich alle drei Teile miteinander verbunden sind. Es gibt aber doch etwas Positives. Lightning Returns war zum Glück der letzte Teil dieser verpatzten Serie, die man endlich sicher in seinem Giftschrank für alle Ewigkeit wegsperren kann. Wenn überhaupt, dann spielt man lieber 12 Mal den ersten Teil und tut so, als ob es die beiden Nachfolger nie gegeben hätte. Sarah, you came to save me. Even though you were never real. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.